Gute und willkommen bei Barbecue Culture. Wir machen heute mal wieder was vom Grill, aber diesmal gibt es eine Nachspeise. Was richtig Leckeres. Wir machen heute einen Apple Crumble, aber ein bisschen anders. Wir machen ein bisschen mit Schuss rein und tun ihn ein bisschen verfeinern. Was wir damit alles machen, seht ihr jetzt. Also, mitkommen. Und hier sind unsere Zutaten. Und ihr seht, wir brauchen natürlich Apfel. Und dann haben wir hier ein bisschen Mehl, Butter, Zucker, Vanillezucker, Zimt, ein bisschen weiße Schokolade und Amaretto. Und hier Zitronensaft darf nicht fehlen. Nur so ein bisschen. Das war es an Zutaten auch schon. Das Ganze werden wir hier in der emaillierten Pfanne machen von Mahlzeit. Ich glaube, die kommt mega. Den Grill schmeiße ich gleich an. Der darf schon mal vorheizen, so auf 170, 180 Grad. Aber wir haben hier noch ein bisschen was zu tun. Wir müssen noch ein bisschen die Äpfel vorbereiten. Wir müssen noch ein bisschen den Crumble vorbereiten. Das machen wir jetzt. Also kommt rüber, machen wir zusammen. So, und als erstes kümmern wir uns hier um unsere Äpfel. Mengenangaben kriegt ihr natürlich alles wieder unten in der Infobox. Bei Äpfeln müsst ihr gucken, welche Größe ihr nehmt. Also schaut da immer ungefähr. Ich habe jetzt hier ziemlich große Äpfel. Wenn ihr ein bisschen kleinere habt, nehmt ein oder zwei mehr. Aber ja, müsst ihr gucken, wie viel ihr von der Masse her hinkommen müsst. Ich schäle die jetzt erstmal und dann sehen wir uns gleich wieder, weil ihr wisst, wie man die schält. So, wenn ihr euren Apfel geschält habt, er muss jetzt nicht super rein sein. Das macht gar nicht groß aus. Also schält den grob, dann tun wir den mal in Viertel teilen. Wenn ihr wollt, könnt ihr den auch noch kleiner teilen. Dann nehme ich mir hier den Rest raus, das Kerngehäuse raus. Und wenn ihr dann das so weit habt, könnt ihr den Apfel in die Größe schneiden, wie ihr das wollt. Ich will das jetzt nicht allzu groß haben. Deswegen tun wir uns den nochmal in vier Streifen schneiden. Und dann hier so in solche Würfel. Und das tut's dann. Den tun wir hier rein. Und das machen wir jetzt mit den ganzen anderen Äpfeln. Und dann sehen wir uns wieder. So, unsere Äpfel sind fertig geschnitten. Und jetzt geht's los mit den Zutaten. Nicht wundern, wenn hier ein bisschen Qualm drauf kommt. Auf dem Grill ist gerade noch was anderes. jetzt geben wir erstmal hier Zitronensaft drüber. Ah, gerade leer. Dann haben wir hier Vanillezucker und Zimt. Wie gesagt, Mengenangaben alles unten in der Infobox. Jetzt tun wir es gerade erstmal ein bisschen hier verteilen, sodass wir es auch gleichmäßig drüber kriegen. Schon ein bisschen gleichmäßig zumindest. Und jetzt geben wir direkt von unserem leckeren Amaretto was darüber. Und da passt auf, Amaretto ist stark. Macht hiervon nicht zu viel dran. Das dürft ihr sogar schon tun. Mehr braucht ihr gar nicht, weil der ist wirklich vom Aroma her sehr stark. Und jetzt müssen wir das Ganze so vermengen, dass es alles ein gleichmäßig verteilt ist alles. Das mache ich jetzt. Ich langweile euch heute damit nicht. Mann, heute ist echt schwer im Reden. Wir sehen uns gleich wieder. So, unsere Äpfel haben wir gut vermischt. Die dürfen jetzt noch einen Augenblick hier neben ziehen. Jetzt haben wir hier das nächste. Wir haben jetzt hier unser Mehl. Da kommt jetzt schon mal unser Zucker mit rein. Das tun wir schon mal ein bisschen verteilen. Und jetzt geben wir hier unsere Butter mit rein. Ich hatte die schon mal ein bisschen draußen liegen gehabt. Ich hoffe, dass sie jetzt hier draußen nicht wieder zu kalt geworden, also drinnen draußen liegen gehabt, dass es ein bisschen weicher geworden ist. Ich hoffe mal, dass sie jetzt ein bisschen kneten lässt. Das hier verknete ich jetzt, bis das Ganze so einen krümeligen Teig gibt. Wenn das Mehl zu wenig ist, könnt ihr später noch ein bisschen hinzufügen, bis es halt so einen klumpigen Teig gibt. Seht ihr aber gleich. Ich mache jetzt das Ganze hier. Wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt haben wir alles vorbereitet. Unsere Crumble sind fertig, unsere Äpfel sind fertig. Die Schokolade, die kommt erst später drauf. Hier hinten, wenn ihr noch seht, da qualmt was, da sind die Gyros-Moinkballs drauf. Gyros-Bifteki-Moinkballs. Wer Interesse daran hat, schaut mal nach auf meinem Kanal, findet ihr. Die sind richtig geil. Die Idee ist echt cool. Also, vorbeischauen, unbedingt. Da müssen wir noch einen Augenblick warten, bis sie hier ihren Dampf hinterlassen haben. Deswegen, wir bereiten das Ganze jetzt vor und dann wandert das danach auf den Grill. Deswegen gehen wir jetzt hin, nehmen schon mal hier unsere Äpfel und verteilen die uns jetzt hier unten auf dem Boden. Nichts verschwenden. Genau, und jetzt hier gleichmäßig verteilen. Und jetzt kommen unsere Crumble drauf.
die jetzt auch gleichmäßig einfach darauf verteilen. So, und damit ist unser Pfännchen vorbereitet. Jetzt warten wir noch kurz, oder ich warte noch kurz, bis die Monkboards fertig sind. Und dann treffen wir uns hier am Grill wieder. Dann geht es da weiter. Wie gesagt, die Schokolade, die kommt noch. So, unsere Monkboards sind fertig. Und wir können anfangen und stellen jetzt hier unsere Pfanne in den indirekten Bereich. Und ich mache jetzt noch den Umluft an. Falls ihr keinen Grill mit Umluft habt, funktioniert das so. Ihr müsst nur gucken, dass ihr das immer mal wieder ein bisschen dreht, dass er von allen Seiten gleichmäßig Hitze bekommt. Wenn ihr so einen Grill habt, dann herzlichen Glückwunsch. Ansonsten schaut doch mal bei Altgrill vorbei. Da gibt es verschiedene Modelle mit einem Umluftsystem, mit einem Air-System. Super cool für sowas. Also, ich mache jetzt zu und wir treffen uns so in 20 Minuten wieder. Dann müsste das Ganze fertig sein. Ach, was ein Quatsch. In 20 Minuten. Wir müssen ja noch mal ein bisschen die Schokolade schneiden. Die kommt ja später noch drauf. Also nach, ja, fast 20 Minuten. Und da wir ja noch nicht ganz fertig sind mit unserem Apple Crumble, der soll ja noch nicht nur hier Amaretto abkriegen, sondern auch ein bisschen weiße Schokolade, gehen wir jetzt hin und schneiden uns jetzt hier so ein bisschen was runter. Es soll schön bröseln. Und das tun wir dann später schön auf dem Apple Crumble drauf verteilen. So, wir haben die Hälfte runtergeschnitten. Ich denke, das sollte lang. Das verteilen wir dann so in einer Viertelstunde dann jetzt drauf. Ja, und damit sind wir eigentlich mit allen Vorbereitungen fertig. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis das Ganze schön durchbacken ist. So, eine Viertelstunde ist rum. Wir gucken mal rein. Oh ja. Genau so soll der. Wenn der jetzt oben braun wird, jetzt kommt unsere Schokolade ins Spiel. Kommt rum. Ich zeige euch es genauer. So, und jetzt tun wir unsere Schokolade drauf verteilen. Und die darf jetzt da drauf nochmal schmelzen. So, noch ein bisschen verteilen hier. Fängt schon an zu schmelzen. Sehr gut. So, so soll das sein. Deckel zu. Nur 2 Minuten warten. Und dann sind wir fertig. So, 2-3 Minuten später schauen wir mal rein. Und ihr seht, wenn die Schokolade jetzt auch langsam anfängt braun zu werden, dann karamellisiert die. Und jetzt sind wir fertig. Jetzt machen wir den Grill aus. Und jetzt dürfen wir das Ganze runterholen. Und dann müssen wir es probieren. Ha! So, hier steht unser Apple Crumble mit Amaretto und weißer Schokolade. Es riecht hier fantastisch, wie auf so einem Weihnachtsmarkt. Ist der Knaller. Ohne Mist. Und es ist so einfach gemacht. Jetzt, was bleibt uns übrig? Wir müssen noch probieren. Und ich hole mir jetzt erstmal hier ein bisschen was raus. Ja, hier oben schön knusprig, unten schön weich. Genau so, wie es sein soll. Und ich sage euch hier, diese emaillierten Pfannen sind mega dafür. Ohne Mist. So, ein bisschen was rausholen hier. So, und dann muss ich natürlich auch noch probieren. Ich weiß, es ist wieder ein hartes Los. Ich verbrenne mir jetzt mal das Maul, nur für euch. Pusten, kennen wir, Weichei, ne? Und Rinde in den Kopf. Heiß. Boah, ist das geil. Boah, dieser Amaretto. Da gibt es so einen richtig schönen Mandelgeschmack mit dran. Boah. Der Zimt, der Amaretto, die Schokolade, das Knusprige und dann das Weiche vom Apfel. Also, hier noch ein bisschen Eis dazu. Könnt ihr machen Vanilleeis oder so. Das wird hier echt gut zu passen. Ihr könnt es aber auch einfach so essen. Sehr geil. Deswegen, ich will es jetzt essen. Die Leute wollen es essen. Ja, deswegen verabscheue ich mich jetzt hier. Und ihr lasst jetzt nochmal ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und auf jeden Fall einen Kommentar, wie ihr es fandet. Lasst mal einen Daumen nach oben da, würde mich freuen. Und beim nächsten Rezept wieder dabei sein. Euer Markus von Barbecue Culture. Und tschüss. Ich muss jetzt essen. Haha. Für euch. Thank you.